Ein unbewohntes Zelt in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in der Trierer Dassbachstraße ist am Sonntagnachmittag in Brand geraten. Mitarbeiter der Einrichtung konnten das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Direkt vor dem Gebäude 1 der Trierer AFA sind mehrere Zelte aufgebaut und mit Betten bestückt, aber noch nicht bewohnt. Ein 10-Personen-Zelt ist am Sonntag aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Wie die Polizei Trier mitteilt, geriet aus ungeklärter Ursache ein Bett innerhalb des Zeltes in Brand, wodurch die Zeltwand angekokelt wurde. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Trier und der Löschzug Kyrens rückten um 14.47 Uhr aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr vor Ort hatten Sicherheitsleute der AFA die Flammen bereits mit Hilfe von Feuerlöschern erstickt. Das Zelt und Teile der Einrichtung wurden stark beschädigt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch unbekannt. Ob es sich um Brandstiftung handelt, konnte die Polizei am Sonntag nicht bestätigen.